die stilistisch sehr unterschiedlich sind. So steht es im Lexikon. Und das passt ganz gut zum Standardtanzen, zum Formationstanzen, denn hier müssen ja alle fünf Tänze, langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slow Fox und Quickstep miteinander verbunden werden zu einer Einheit. Ein letztes Lächeln, bevor die Musik losgeht. Die Trainerin, aufmunternder Blick für die Paare. 20,7 der Altersdurchschnitt. Und hier ist die Bohemian Rhapsody. Auch er gilt, der Einmarsch wird noch nicht bewertet. Er ist, um das Publikum anzuheizen, um die Nervosität abzulegen und nach der Leistungssteigerung im Halbfinale noch eins draufzusetzen. (lacht) 2009 hat diese Formation alles gewonnen. Jetzt der Hauptteil. Jetzt schauen die Wertungsrichter besonders genau hin. Die Formation schafft es wieder, steigert sich erneut. Das kann man jetzt schon nach diesem Anfang sagen. Jetzt die berühmte Tango-Achterreihe von links nach rechts. Gelungen, sehr synchron. Bei diesen Spins ein wenig Schwierigkeiten bei der ein oder anderen Dame, aber ansonsten fast fehlerfrei. Jetzt kommt die berühmte Körperwelle, die Norman Beck vorhin angesprochen hat. Dreidimensional durch den Raum. Thank you.
Man muss den Hut ziehen vor dieser Ludwigsburger Formation. Eine neue Choreografie. Drei Paare mussten umgestellt werden binnen einer Woche. Eine ganz junge Mannschaft und das eine souveräne Darbietung. Nicht ganz fehlerfrei. Und was vielleicht noch fehlt, ist diese breite Brust, diese Siegessicherheit, diese Souveränität, die man mit Barcelona im letzten Jahr hatte. Aber da wächst was heran. Vielleicht schon in 4 Wochen konkurrenzfähig. Ich glaube nicht, dass es heute zum Europameistertitel reicht. Dazu waren die Russen einfach noch zu sehr eine eingeschworene Einheit. Da kann man hier noch ein bisschen dran arbeiten, dass das Team noch besser zusammentanzt. Aber der erste Schritt ist gemacht.